Hi, Krat hier. Ist mittlerweile alles Vogue oder glauben das nur viele wegen einem Rechtsruck? Und was ist Wokeness überhaupt? In dem Video widmen wir uns einmal dem Thema Rob Bubble und der Wokeness. Denn ich habe hier einige wunderbare Anmerkungen. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann bleibt dran. Na dann, wie schön. Gehen wir mal auf ausgewählte Inhalte ein. Schaut euch für den Kontext, wenn ihr möchtet, natürlich gerne das ganze Video von ihm an. Ich wurde neulich auf was hingewiesen, was mich krass schockiert hat. Ich bin anscheinend Vogue und nicht nur ich, alles ist Vogue. Funk, Hollywood, die Regierung, alle Influencer, die Montana Black nicht mag. Dem gehen wir gleich hoffentlich auf den Grund, lieber Rob. In den USA hat eine Organisation mal alles gesammelt, was da laut Fox News gerade alles Vogue ist. Nun kommt ein ganz wichtiger Punkt. Du lässt Beispiele aufzählen, wo ein großer Medienkonzern den Begriff Vogue verwendet. Naja, und damit stellst du es automatisch so dar, als ob der Sender einfach alles Mögliche irrational und inflationär als Vogue bezeichnet. Du verschiebst hier also die Aktion-Reaktion-Reihenfolge. Du zeigst deinen Zuschauern damit die Reaktion, aber nicht die eigentliche Aktion. Man kann ja am Ende darüber diskutieren, ob wo was wie Vogue ist oder nicht, oder ob Fox überreagiert. Oder meinetwegen auch sinnlos Themen aufbauscht. Aber wäre es für deine Zuschauer nicht erstmal relevant zu erfahren, warum Fox auf diese Beispiele überhaupt kommt? Dann können sie sich ja weitaus besser ein Bild über das Thema Woke machen, als wenn einfach Beispiele ihrer Reaktion gezeigt werden, deren Kontext deine Zuschauer ja schier gar nicht haben können. Du entziehst ihnen die Möglichkeit, sich selber ein Bild davon zu machen. Und vor allen Dingen, genau hier könnte man schon gut abbilden, was denn als Woke überhaupt betrachtet wird. Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Gehen wir mal auf ein paar Beispiele davon ein. Bei Budweiser, Nike und North Face wird es vermutlich um ihre Werbung mit gewissen Hust- und Räusper-Aktivisten gehen. Im Fall von Budweiser und Nike nämlich mit Dylan Mulvaney. This month I celebrated my day 365 of womanhood and Bud Light sent me possibly the best gift ever. Und bei North Face, Patty Patagonia. Hi, it's me, Patagonia. We are here to invite you to come out in nature with us. In dem Fall waren das mehrere komplett abgehobene, skurrile Werbungen, die mit dem ursprünglichen Produkt oder bei der eigentlichen Zielgruppe quasi gar nichts mehr zu tun hatten. Und bei den M&Ms haben sie das weibliche Maskottchen Miss Green in der Form gestrichen, weil sie zu stereotypisch weiblich war und man nun eine starke Frauenrolle in der Werbung haben wollte. Also, weil eine Schokolinse zu weibliche Attribute hatte, musste sie verändert werden. Das ist kein Scherz. Oder Unternehmen wie Lockheed Martin unterzogen weißen Führungskräften unter anderem ein mehrtägiges Diversitätstraining. Auch im Hinblick auf das weiße männliche Privileg. Die US Air Force hat, soweit ich weiß, ähnlich wie die britische Air Force, ebenfalls diverse Umstrukturierungen vorgenommen. Also mit dem Ziel, POCs und Frauen zu fördern. Und jedenfalls in UK sogar mit etwas, was mit der Affirmative Action gleichzusetzen ist. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, könnte sogar in der von dir eingeblendeten Aussage bei Universities mit gemeint sein. Also, dass es da auch um das Thema ging. Also unterschiedlichen Annahmevoraussetzungen bei einer Universität aufgrund der Ethnizität. Oder vielleicht ein wenig wohlfeiler formuliert, Einstellungskriterium je Rasenzugehörigkeit. Also dass du, mein lieber Rob, zum Beispiel höhere Standards erfüllen müsstest als ich, weil du ja das weiße Privileg hast, ich aber nicht. Klingt fair und progressiv, oder? Naja, ebenfalls ein tolles Beispiel, Mathematik. Math. Mathematik sollte in Teilen gecancelt werden. Nämlich indem man höhere Mathematik in einigen Lehrplänen rausnimmt, um Schüler nicht zu diskriminieren, die kein Mathe können. Also für alle weniger Mathe, damit die Lücke von gut zu schlecht weniger diskriminieren kann. Welch ein progressiver Gedanke. Und final noch ein Beispiel, weil das wiederum Einfluss auf ganz vieles hat. Nämlich BlackRock bzw. ESG-Scores und Ratings. Die sorgen nämlich indirekt oder auch direkt für eben jenen Effekt, den viele als Wokisierung wahrnehmen. Weil hier unter anderem die Einstufung oder der Unternehmenswert von Unternehmen unter anderem an Diversity-Richtlinien und Inklusion bemessen wird. Wer seine Belegschaft in Kurse zur kritischen Rasentheorie steckt oder aus einem Lucky Luke, dem fiesen weißen Cis-Hetero-Mann, Shaniqua Strong Female macht, der kann sein Rating aufpolieren. Alles in allem also ein Thema, welches für dein Video, also auch für deine Zuschauer gesondert, durchaus sinnvoll gewesen wäre. Jedenfalls sinnvoller, als kontextlose Aussagen in den Raum zu werfen und damit zu suggerieren, dass der Begriff inflationär verwendet wird. Warte mal,
Was heißt Woke eigentlich? Eine sehr schöne Frage, Rob. Du blendest danach Beispiele ein, in denen das live spontan eben nicht erklärt werden konnte. Und ich bin ehrlich, ich denke, dass das die meisten nicht könnten. Ja, was aber aus mehreren Gründen auch durchaus nachvollziehbar ist. Denn Wokeness ist ja kein starrer Begriff, auch weil mehrere Themen hier miteinander im Zusammenspiel sind. Dazu kommen wir beide aber noch. Klingt doch spannend, oder? Kapitel 1. Was bedeutet Woke? Ich könnte euch jetzt erzählen, dass Woke seit den 30ern eigentlich dafür steht, dass man soziale Ungerechtigkeiten und Rassismus auf dem Schirm hat und sich dagegen einsetzt. Das wisst ihr aber vielleicht schon und es ist auch völlig egal, weil das hier nicht das ist, was gemeint wird. Ja, in der Tat, da gebe ich dir recht. Was der Begriff ursprünglich einmal bedeutet hat, ist sekundär. Denn alle politischen Spektren verwenden den Begriff aus unterschiedlichen Sichtweisen. Mein Kritikpunkt dabei, dass du im Folgenden erneut nur die eine Sichtweise nennst. Das teilweise mit Punkten, die für die wenigsten zur Debatte stehen. Und damit automatisch erneut implizierst, dass einfach alles Woke genannt wird. Während diejenigen, die diese Wokeness forcieren, ja eigentlich nur soziale Gerechtigkeit schaffen wollen. Mensch, wie kann man denn da nur etwas dagegen haben? Wollen, oder? Diese empörten Tu-nicht-Gute aber auch. Woke ist inzwischen ein Vorwurf. Zum Beispiel für das vermeintlich überempfindliche Sehen von Ungerechtigkeiten, wo, so die Kritiker, eigentlich gar keine sind. Und auch hier könnte man Beispiele anbringen. Ohne diese Beispiele erwächst du ja automatisch den Eindruck, als wenn die Kritiker wiederum überempfindlich Dinge sehen, die es so nicht gibt. Weil du zwar behauptest, sie kritisieren etwas, aber nicht benennst was. Aber alles gut, ich übernehme das für dich, denn schauen wir uns mal ein paar ganz bewusst absurde Beispiele zu dem Thema an. Jogging hat schon immer POC exkludiert. Ist klassische Musik rassistisch? Die Schlümpfe sind antisemitisch und rassistisch. Scrabble bannt mehr als 200 Wörter. Die Simpsons nehmen keine weißen Sprecher mehr für schwarze Figuren. Milch steht für weiße Überlegenheit. Radfahren ist zu weiß. Orchester müssen diverser werden. Kelloggs Verpackung ist rassistisch. Deutscher Handball ist zu weiß. Spannend, oder? Naja, weiter geht's. Für Leute oder Firmen, die sich mit dem Aktivismus für Minderheiten schmücken, das aber eigentlich in Wirklichkeit nur machen, so der Vorwurf, um sich selbst dafür gut zu fühlen oder um gut dazustehen. Oder für das angeblich aggressive Aufdrücken einer moralischen Überheblichkeit. Für manche ist es auch einfach die Angst, dass jemand ihnen ihr Schnitzel wegnehmen will. Ich lasse mir nicht meinen Schnitzel wegnehmen! Niemand geht an meinen Schnitzel! Übergehen wir mal den Take mit Alice Weidel, denn hier suggerierst du ja einfach nur Absurdität, auch wenn du am Ende klar machst, dass sie es ironisch meint. Trotzdem können wir uns ja mal metaphorisch gerne tief in die Augen schauen und wer zuerst lacht, hat verloren. Denn dabei stellen wir uns die Frage, ob Alice Weidel ihre Aussage ernster meint als die Menschen, die zum Beispiel bei Funk darüber berichten, dass Wandern rassistisch sei. Und um das aufzuzeigen, Qualitätscontent erstellen. Und nein, um das hier abzukürzen, Woke-Elemente stören viele Menschen, weil sie sich davon gestört fühlen. So einfach ist das. Tolle Beispiele dazu bringst du später selber an. Kommen wir also noch zu. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Den meisten Menschen ist es egal, aus welchen Gründen Unternehmen das tun. Glaub mir, ich bin einer dieser Bösewichte. Dass sich Unternehmen damit schmücken, sollte eigentlich eher diese vermeintlichen Opfergruppen stören. Wenn wir beispielsweise hier im Westen den Regenbogen auf Anschlag drehen, Logos bunt färben und sonst was veranstalten, dieselben Unternehmen es aber nicht dort tun, wo genau diese Opfergruppen wirkliche Probleme haben. Es ist also das Gefühl, dass etwas aufgezwungen oder weggenommen wird. Das Gefühl, dass Minderheiten, zum Beispiel Vegetarier, die Mehrheit, Menschen, die Fleisch essen, dominieren und einen mit ihren Problemen einfach nur noch nerven. Als VW eine seiner 30 Kantinen vegetarisch gemacht hat und es deswegen da keine Currywurst mehr gab, hat das viele Leute sehr wütend gemacht. Viele Leute, die nicht bei VW arbeiten und obwohl es in 29 anderen Betriebsrestaurants weiter Fleisch gab. Das ist so eine Sache, die ich persönlich beobachte. Die Aufregung basiert häufig nicht auf einer realen Einschränkung im echten Leben, die einen tatsächlich persönlich betrifft. Trotzdem sind Leute sehr wütend darüber. Mit Verlaub, Bob, das wirkt auf mich arg nach Rosinenpickerei. Denn es gibt ja weitaus bessere Beispiele im Kontext Wokeness als ein veganes Restaurant. Zumal das Ganze ja in einem weitaus größeren Kontext steht, denn die Debatte oder aber solche Änderungen gibt es ja an unzähligen Stellen. Und das summiert sich für viele. Beispielsweise auch an Schulen, Unis oder Kindergärten. Noch einmal häufiger, wenn beispielsweise bestimmtes Fleisch aus diversen Gründen ebenfalls vom Speiseplan verschwinden soll. Das ist haram. Ach ja, dazu kommt, dass einige Menschen natürlich nicht erst anfangen, Dinge zu kritisieren, wenn es sie selber betrifft, sondern sobald sie Dinge wahrnehmen, die sie als nicht gut erachten.
Und das ist bei vielen Themen so. Zum Beispiel das ganze Thema rund um Wokeness wird überwiegend von Menschen forciert, die selber nicht davon betroffen sind. Nicht wahr, Rob? Eine weitere Sache, die mir oft in meiner Recherche begegnet ist, sind woke Filme. Oh ja. Wenn Frauen in bekannten Film-Franchises plötzlich Hauptrollen spielen oder wenn alte bekannte Charaktere in Klassikern anders besetzt werden als im Original, dann nervt das manche Leute, denn das ist woke. In meiner Wahrnehmung geht es da eigentlich immer um die gleiche Handvoll Beispiele. Rey in Star Wars, der weibliche Ghostbusters-Film, die neue Ariel, die neue Robin Hood, Cleopatra oder jetzt das neue Schneewittchen und die sieben Zwerge. Halt, stopp! Jetzt reicht's aber, Rob. Wie kann man denn da Witcher und Ringe der Macht nicht aufzählen? Ab auf die stille Treppe mit dir, du garstiger Hobbit. Es gibt sicherlich noch mehr, aber manche dieser viel zitierten Beispiele hätte ohne Aufreger vermutlich niemand auf dem Schirm. Robin Hood ist eine kleine, irrelevante kanadische Serie. Da geht's um eine Rapperin, die es mit ein paar Immobilienhaien aufnimmt. Cleopatra ist eine Doku, die vermutlich die Mehrheit sonst auch nicht geguckt hätte. Warum ist das Thema dann für viele so groß und so wichtig? Warum redest du denn nicht über die anderen Beispiele? Auch hier ist es meiner Meinung nach eher Rosinenpickerei. Natürlich ist sowas wie Robin Hood in der Kritik, weil es eben einmal mehr ist. Ohne diese ganzen anderen Inhalte hätte auch das weniger Emotionen erweckt. Und bezüglich Cleopatra. Wir reden hier von einer Netflix-Doku. Ab wie vielen Millionen Zuschauern darf man das denn thematisieren? Mal davon abgesehen, dass man hier Geschichtsrevisionismus betrieben hat und die vermutlich größte und heftigste Kritik aus Ägypten selber gekommen ist. David Hein hat sich vor einem Jahr schon mal angeguckt, ob Netflix woke ist. Unter anderem ging es um ein Zitat von David Hein, der erwähnt hat, dass Netflix für alle Gruppen produziert und damit natürlich auch diverse Inhalte bringt. Also diverse Inhalte, naja, ihr versteht schon. Man aber auch noch Inhalte mit Weißen sehen kann. Ja, schön, das steht aber auch gar nicht zur Debatte. Viele Menschen, die überwiegend Wokeness in Film und Fernsehen in dieser Form kritisieren, tun das, weil bestehende Elemente verändert werden. Sie tun es, wenn sie das Gefühl haben, dass Geschichte wie bei Bridgerton oder Cleopatra verändert wird. Denn hier haben wir zum Beispiel im historischen Kontext das künstliche Schaffen von Repräsentationen, also auch wenn Bridgerton historische Fiktion ist. Die Menschen haben ein Problem damit, wenn bestehende Inhalte verändert werden. Wenn die Geschichte, die man kennt und liebt, als Hülle genommen wird, um darin verpackt woke bzw. ideologisierte Inhalte zu verbreiten. Denn das verändert im Kern ja auch die Geschichte. It has the first kiss between two men in the show. I'm the first elf of color. She is the first dwarf of color. Demgegenüber hat doch quasi niemand ein Problem damit, wenn Serien wie Atypical produziert werden und man sich dann auf vermeintliche Themen fokussiert, die man als woke einordnen lassen kann. Also eine authentische Serie produziert wird, in dem Fall über einen Autisten. Ebenso wenig würde sich schier niemand daran stören, wenn neue Geschichten oder zusätzliche Geschichten erfunden werden. Und weil ich noch ein schlechtes Beispiel anbringen will. Wir können klassische Musik neu herausbringen und klassische Musik auf die Packung schreiben, in dicken und fetten Buchstaben, um damit zu werben. Wenn das dann aber Beethovens 9. Rap-Sinfonie wird, ja, dann wird das Menschen verärgern. Und eine ganz wichtige Sache noch, weil ich auch das als unterschwellige Aussage von dir betrachte. Du stellst hier Hautfarbe als den einen Faktor dar. Aber es geht bei dem Thema um weitaus mehr. Hautfarbe ist hierbei einfach das sichtbare Element davon, ebenso wie es das Geschlecht ist. Nehmen wir Ariel als Beispiel. Dort cancelte man bei der Neuauflage mehrere Lieder und veränderte in Teilen die Geschichte, weil Frauenpower und die moderne Welt, in der wir heute leben. Schön. Aber verklicker das mal jemandem, der damit vielleicht gar nichts anfangen kann. Da sind visuelle Aspekte nun einmal deutlich leichter zu verstehen. Ja, und daneben gibt es natürlich auch noch weitaus schlimmere Geschichten, wenn wir nach Mittelerde oder in die Welt des Witchers schauen. Naja. Natürlich ist es auffälliger, wenn Figuren der eigenen Kindheit wie Schneewittchen oder Ariel plötzlich anders aussehen. Aber kann es sein, dass es vielleicht noch andere Gründe gibt, warum es mehr auffällt? Kapitel 3: Woke ist überall. Ja, Spoilerwarnung. Auch hier verpasst du es aus meiner Sicht, den Kern der Kritik überhaupt erst zuzulassen. Du machst hier den Reig anders und nimmst einzelne Kommentare heraus, um darauf deine Argumentation aufzubauen. Regel Nummer 1 im Internet. Man gibt einen Sch-Punkt Eis auf irgendwelche Kommentare im Internet. Aber viel wichtiger, was jetzt kommt. Man kennt es. Man wird rechtsextrem, weil man ein veganes Rezept auf Instagram angezeigt bekommen hat.
An der Stelle setzte Kritik am Thema Woke ist überall mit Rechtsextremismus gleich. Was für deinen späteren Punkt zum Overton-Fenster gerne im Hinterkopf behalten werden darf. Oh ja, dazu kommt, dass du jetzt allgemein auf einmal beim Thema rechte Strömungen gelandet bist. Und das in Verbindungen mit dem Thema Trans? Glaub mir, Rob, sei froh, dass ich uns beiden an der Stelle erspare, auf das globale Thema rund um den Regenbogen und die Gefahren für eben jenen einzugehen. Naja, nun folgen zwei Beispiele von Rob, die aufzeigen sollen, dass erst Woke-Kritik den Fokus auf Wokeness setzt und dadurch viele Menschen damit auch erst in Berührung kommen. Beide Beispiele aus meiner Sicht abgrundtief schlecht. Tut mir leid. Meine Theorie, die meisten Beispiele, die Leute haben, wo ihnen etwas zu Woke war, die sind ihnen begegnet, weil andere sich vorher schon darüber aufgeregt haben. Nehmen wir zum Beispiel mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der ist ja angeblich Woke. Kritisiert wurde da zum Beispiel zuletzt die Antifeminismus-Reportage vom Y-Kollektiv. Rob, die Kritik an der Y-Kollektiv-Reportage befasste sich nicht mit dem Thema Wokeness, sondern es wurde kritisiert, dass die Reportage manipulativ und absolut desaströs gewesen ist. Es wurden beispielsweise Aussagen aus dem Kontext geschnitten, Personen ungefragt, bruchstückhaft eingeblendet. X-Personen wurden falsch dargestellt und obendrein wurde mehrfach direkt und indirekt beim Thema Antifeminismus auf das Christentum verwiesen. Ja, bei dem Thema fällt mir natürlich auch zuallererst das Christentum ein. Und wohingegen andere Religionen, dessen Name mir gerade leider entfallen ist, gar nicht bei dem Kontext erwähnt wurde. Auch hier könnten wir uns in einem zweiten Teil das Thema Frauenrechte global gerne mal anschauen, wenn du willst. Ach ja, und das i-Tüpfelchen. Der Antifeminismus-Experte in der Reportage war ein biologischer Mann. Und originären Feminismus hat man am Ende als antifeministisch deklariert. Ich denke, die Anspielung ist deutlich. Das hat aber von den großen Kanälen, soweit ich das mitbekommen habe, auch keiner in relevanter Intensität kritisiert. Auch um sich nicht zu verbrennen. Feedback, sollte ich mich irren. Anderes Beispiel. Eine Puls-Reportage über Rassismus. Und auch hier, Rob. Es wurde nicht Wokeness als solches kritisiert, sondern die absolut wahnsinnige Reportage mit der wunderbaren Ariane Alter. Und Alter, war das eine Müllreportage. Tun wir uns einmal aus Spaß einige der Themen an. Rassismus, weil es mehr wissenschaftliche Bücher von weißen Männern als von schwarzen Frauen gibt. Daneben eine Rassismusexpertin, die mal ganz nah an der kritischen Rasentheorie gewesen ist. Unter anderem sollte man als Weißer mal sein Weißsein reflektieren. Ja, mach das mal, Rob. Check mal bitte deine Privilegien gegenüber mir als Safran-POC. Danke. Dann Rassismus, weil es in einer europäischen Stadt mehr Werbefläche mit ethnischen Europäern gab. Klar. Und final Rassismus, weil es ebenfalls leichter ist, helle Pflaster zu finden als Pflaster of Color. Und auch hier, bezahlt von der Allgemeinheit. Wenn du nun der Meinung bist, dass das diese angeblich woken Elemente sind, die unkommentiert in die Gesellschaft gestreut werden sollen, dann ist das okay. Dann ist das deine Meinung. Ich habe meine. Aber am Ende kritisierst du Gegenrede und im Falle der großen Influencer und Kanäle ist die aus vielerlei Gründen ja eh ziemlich seicht. PS, lustig, dass du die Space Frogs erwähnst, aber bei KuchenTV ausblendest, von wem die Reaktion kam. Die Kritik von den Space Frogs daran hat fast 1 Million. Eine andere hat sogar 1,4 Millionen. Naja gut, ab zum nächsten Punkt. Wir können also davon ausgehen, dass viele Menschen erst mit diesen woken Inhalten konfrontiert wurden, weil sie kritisiert wurden. Und nicht, weil sie von ganz vielen woken Leuten krass gefeiert wurden und sie so viral in deinen Feed gespült wurden. Inwiefern ist das jetzt ein Unterschied zu der Nazi-Einblendung in deinem Video oder den Aussagen von Matt Walsh, die ohne dich viele gar nicht mitbekommen hätten? Oder allgemein, wenn Influencer oder große Kanäle irgendetwas thematisieren? Am Ende wird das meiste doch durch Multiplikatoren geteilt und die Zuschauer entscheiden dann im besten Fall für sich, welche Meinung sie dazu haben. Mal davon abgesehen, dass Funk mit vergleichsweise vielen Inhalten dieser Art eine riesige Reichweite hat. Das ist dann aber nicht problematisch, oder wie? Die Wahrnehmung könnte zusätzlich dadurch verzerrt sein, dass solche Videos ja nur dann produziert werden, wenn es auch was zum Aufregen gibt. Alles andere wäre zugegebenermaßen auch langweilig. Die Wahrnehmung ist also bei vielen, dauernd machen die nur woke Inhalte. Und mir geht es da gerade gar nicht darum zu diskutieren, ob jetzt diese Kritik gerechtfertigt ist oder nicht, sondern es geht nur darum zu hinterfragen,
ob sie zu einer verzerrten Wahrnehmung beitragen könnte. Du blendest hier meiner Meinung nach doch den wichtigsten Punkt aus. Denn natürlich stellt sich die Frage, ob die Inhalte kritisierwürdig sind oder nicht. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Nehmen wir House of the Dragon, also der Game of Thrones Ableger. Auch dort sieht man beispielsweise schwarze Menschen in der Hauptrolle. Trotzdem kam die Serie richtig gut an, oder Spider-Man Across the Spider-Verse. Ebenfalls in dem Sinne woke, als dass hier Hauptpersonen schwarz gewesen sind. Also Repräsentation gezeigt wird. Der Film ist weitaus besser bewertet, als soweit ich weiß quasi alle anderen Verfilmungen der letzten 20 Jahre. Und sicher, die träge Masse lässt sich auch emotional leiten, aber in alle Richtungen. Und ernsthaft, solange Kritiker wie Space Rocks oder Kuchen TV dein Problem sind, glaub mir, dann hast du keines, Rob. Ich habe eine Praktikantin mal tracken lassen, wie viele Inhalte Funk über seine Kanäle in 2 Monaten so veröffentlicht. Ja, und nun kommt ein Punkt, der mir in der Tat zu hoch ist. Rob erwähnt, dass binnen 3 Monaten über 1000 Funkinhalte produziert worden sind. Über 300 davon auf YouTube. Aber das meiste davon eben nicht kritisiert worden ist. Welchen Punkt macht das? Ich verwette einmal mehr mein linkes Ei darauf, dass davon x Inhalte woke waren. Wahrscheinlichkeit und so. Der Fakt, dass eben nicht alles kritisiert wird, beweist doch eher, wie wichtig es ist zu schauen, warum etwas kritisiert wurde. Und viel halbgarer Murks wird halt hingenommen, wenn es zum gleichen Zeitpunkt andere Themen gibt, die mehr zu bieten haben. Insbesondere, da viele große Kanäle ja auch ihr Geld mit den Klicks verdienen. Ich muss mich hauptsächlich an salzigen Kommentaren laben. Also mal davon abgesehen, dass ein Kanal wie NBA Overtime mit über 200 Inhalten hier eh keine Relevanz haben wird. Kannte ich bisher auch nicht. Kapitel 4. Social Media regt uns auf. Wenn Leute schreiben, sie werden dauernd mit woken Inhalten bombardiert, die sie aber ja nerven, dann müsste das eigentlich heißen, Empfehlungsalgorithmen haben versagt. Und die Theorie von Rabbit Holes und Filterbubbles wäre hinfällig. Also die Theorie, dass Social Media Algorithmen uns immer mehr von dem anzeigen, was unserer Meinung entspricht. Tatsächlich ist es meiner Meinung nach aber eher so. Wenn man sich aufregt, dann erzeugt das oft Engagement. Mehr vermutlich als jedes andere Gefühl. Und dann spielen Algorithmen mehr davon aus. Was gemeinhin als Filterblasen beschrieben wird, ist also vielleicht gar nicht zwingend, ich finde Woke-Inhalte blöd, deswegen sehe ich jetzt weniger davon, sondern eher, ich finde Woke-Inhalte blöd, deswegen sehe ich jetzt lauter Posts darüber, die mich wütender machen. Natürlich, es ist insofern richtig, dass uns das angezeigt wird, was wir werberelevant konsumieren. Oder anders formuliert, uns angezeigt wird, was wir schauen, auch wenn wir uns darüber empören. Insbesondere, weil die meisten Menschen ja gerade bei Emotionalisierung eher klicken. Aber hier wird nun deine Vermutung, dass die Menschen, die sich darüber echauffieren, nur damit in Berührung kommen, weil die Algorithmen schuld sind, das ist halt falsch. Und spätestens ab dem Zeitpunkt ist es noch falscher, wo bestimmte Themen aus ihrer eigenen Filterblase herausgetragen werden. Nehmen wir als plakatives Beispiel das Gendern. Wenn du mit deinen Freunden genderst, würde das mutmaßlich niemanden interessieren. Du kannst gerne auch Elbisch oder in Schlumpfensprache oder welcher Fantasiesprache auch immer mit deinem Zirkel kommunizieren. Wenn das nun aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut, dann kannst du keinen Algorithmen oder irgendwelchen Filterblasen die Schuld geben. Denn obwohl die absolute Mehrheit ihre Sprachform behalten möchte und nur eine radikale Minderheit diese verändern will, werden doch trotzdem alle Menschen tagtäglich damit konfrontiert. Ähnlich, wenn auch nicht gleich, beim Beispiel mit Film und Fernsehen. Wenn ich als langjähriger Herr der Ringe oder Witcher-Nerd auf einmal "We don't change anything, but we interpret everything. Much more diversity." bekomme, dann hat das nichts mit meinen Algorithmen zu tun. Ich müsste dem entweder nun durch Verzicht oder andere Maßnahmen konkret aus dem Weg gehen. Und in der Richtung gibt es ja sehr viele Beispiele. Kapitel 5. Wir lieben Trolle. Im August gab es eine Diskussion darüber, ob Gronkh rechts ist. Ist er natürlich nicht. Und Diskussion ist auch das völlig falsche Wort dafür. Ich nenne das lieber Rage Farming. Dann wären aber Shuyoka oder KuchenTV wohl bessere Beispiele. Denn in diesem konkreten Fall, in dem der Twitch-Moderator Gronkh als rechts bezeichnet hat, ging es mit quasi absoluter Wahrscheinlichkeit nicht darum, negative Aufmerksamkeit zu generieren oder zu trollen, also einseitig zu emotionalisieren. Ja, jemand hat das tatsächlich geschrieben. Das war ein Mod in einem Twitch-Chat von einem Streamer mit weniger als 8000 Followern. Durchschnittlich gucken dem wenige 100 Leute zu. Direkt wurde das gescreenshottet und auf Twitter weitlaufend kritisiert.
Du hast absolut recht damit, dass die Absurdität der Aussage die Reichweite befeuert hat. Und sicher auch, dass es unter anderem daran lag, dass der eigentliche Streamer mit unzähligen abstrusen linksradikalen Aussagen schon vorher Reichweite generiert hat. Aber was hat das jetzt alles mit Wokeness oder Wokeness-Kritik zu tun? Also hat es, aber eben in komplett anderer Richtung als von dir dargestellt. Denn Gronkh als einer der reichweitenstärksten Twitcher Deutschlands hätte in ihrem Sinne positiv auf dieses Thema reagieren können. Daraus wurde dann aber spätestens nichts, weil viele Menschen, die sich gerade dem Woken-Spektrum zuordnen lassen oder vorgeben, ihre Schutzherren zu sein, vollkommen eskaliert sind und selber ein dämliches PC-Spiel zum Teufel deklariert haben. Und sind wir mal ehrlich, gerade so eine Überreaktion ist doch eher der Grundbaustein, warum eben jene woken Elemente überhaupt kritisiert werden. Hier sei an meine lustigen Beispiele vom Anfang erinnert. Da war von Müsli bis Fahrradfahren alles Mögliche dabei. Dinge, die angeblich böse sind. Und in dem Fall ist es ein Computerspiel. Heißt, schon direkt von Anfang an war die Gruppe an Leuten, die das zu Recht für absoluten Bullshit halten, um ein Vielfaches größer. Am Ende war Gronkh in den deutschen Twitter-Trends und es gibt Dutzende Tweets und Artikel dazu, die sich alle um einen einzigen dummen Kommentar drehen, den sonst niemand außerhalb eines kleinen Twitch-Streams mitbekommen hätte. Was aber zurückbleibt, ist: Die Woken sagen ja auch, Gronkh wäre rechts. Ich bin mir gerade unsicher, ob du hier bewusst das Ganze drumherum ausblendest. Ja, natürlich haben das Gaming-Zeitschriften auch aufgenommen. Es bringt denen Klicks und damit Werbeeinnahmen. Davon leben die. Aber dieses ganze Streitthema beruhte doch darauf, dass die Woken ein Computerspiel boykottieren wollten, weil das in der Welt von Harry Potter spielt und die Autorin von Harry Potter wegen angeblicher Anti-Trans-Vorwürfe gecancelt werden sollte. Du stellst es hier aber im Gesamtkontext so dar, als wenn die Woke-Kritiker oder Empörungsmaschinerie das Thema Wokeness entfacht hat. Initialer Anlass war aber genau gegenteilig. Und das ist ein Fakt, das kann jeder nachschauen. Ich nenne das, aber was ist mit diesem einen Idioten? Niemand will dein Schnitzel verbieten. Ja, aber was ist mit dem einen Tweet, wo jemand das mal geschrieben hat? Ich sage, das war ein Idiot. Und wer weiß, ob dieser Idiot nicht sogar vielleicht bewusst getrollt hat, um zu spalten. Ich muss mich hier wiederholen, weil ich der Meinung bin, dass du hier erneut höchst manipulativ agierst, lieber Rob. Erstens, wir wissen, dass das kein Troll war, der in irgendeiner Form einfach nur emotionalisieren wollte, sondern eine Person, die sich zur Opfergruppe zählt, die du gerade übrigens Idiot genannt hast. Also, hypothetisch jedenfalls. Zweitens, wollte eine reichweitenmäßig durchaus relevante Gruppe hier das Schnitzel in Form eines Computerspieles verbieten. Unter anderem die Gamerin des Jahres. Deine komplette Argumentation bei diesem Punkt, der ja sogar von dir selber aufgebaut wurde, steht auf strohmännischen Säulen. Das Ganze wird aber in der folgenden Implikation von dir noch einmal deutlich besser. Sorry, peinlich. Wenn ich jetzt rechtsradikal wäre, dann würde ich eher mich im Internet, also du kennst so wie so Phishing-Accounts, also Catfish-Accounts, also Männer, die so Frauen dann sind. Ich würde als Rechter, würde ich mir so einen LGBTQ+ Transgender-Account machen und würde jeden darauf hinweisen, dass sie gendern sollen und diese ganzen Sachen. Verstehst du, was ich meine? Das klingt wie eine Verschwörungstheorie. Es ist aber bewiesen, dass russische Trollfarmen ähnliche Taktiken nutzen, um die Gesellschaft zu spalten. Okay. Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein. Meinetwegen gibt es sowas. Aber davon abgesehen, dass das vorherige Beispiel mit dem Transmoderator schon hirnrissig war, Funk und viele seiner Inhalte, das Gendern im ÖRR oder meinetwegen auch Beispiele aus Film und Fernsehen, nichts davon entstammt von russischen Bots. Außer die haben Disney, Netflix und Amazon gekauft. Ach ja, und den ÖRR. Sorry, das kann doch nicht dein Ernst sein. Genutzt wird das Ganze aber auch politisch. Kapitel 6. Die Welt ist gar nicht woke. Geilo, endlich kommen wir zum Thema Overton Fenster und deiner eventuell offensichtlichsten Fehlername. It's called the Overton window. It's a concept in political science that says there's this window of ideas the public is willing to accept. Everything inside the window is normal and expected. Everything outside the window is radical, ridiculous or unthinkable. Nur dieses Fenster verschiebt sich natürlich dauernd und einige von euch denken jetzt vielleicht gerade, ja, nach links, wegen der woken Agenda. Aber ist das so?
Ich weiß gerade nicht mehr, in welchen Videos ich das Overton-Fenster auch schon mal erläutert habe. Naja, und Rob wird uns nun gleich erklären, wie sich das Overton-Fenster eigentlich in den letzten Jahren verschoben hat. Dabei nimmt er eine Aussage von Ronald Reagan und vergleicht die mit Trump und will darauf hinaus, dass die Gesellschaft nach rechts gedriftet ist und früher weitaus linker war als heute. Ja gut, also soll jetzt jeder mal für sich selber einordnen, ob die damalige eher konservative Gesellschaft wegen einer Aussage progressiver war als heute. Ach ja, und hier möge Rob oder wer auch immer bitte gerne einmal erzählen, welche konservativen Positionen, die damals unsagbar recht standen, nun in der Mitte der Gesellschaft sind. Aber ernsthaft, das ist eine zentrale Aussage von Rob und darum möchte ich sie auch als zentrale Frage hier nochmal wiederholt haben. Nennt mir bitte drei Positionen, die vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren noch am rechten Rand waren und heute weiter links stehen als noch vor 30 Jahren. Denn wenn seine Aussage der Realität entspricht, dann müsste es dafür doch jetzt unzählige Beispiele geben. Die CDU warb vor einigen Jahren selber noch mit dem Thema Asylmissbrauch beenden oder beispielsweise Kinder machen wir vor Ort. Merkels Multikulti ist gescheitert Spruch werden wahrscheinlich noch alle kennen. Ja, sogar Helmut Schmidts Positionen mit unterschiedlich kompatiblen Zivilisationen. Zuwanderung aus verwandten Zivilisationen, zum Beispiel aus Polen, ist problemlos. Zum Beispiel aus Tschechien, ist problemlos. Zum Beispiel aus Österreich, ist problemlos. Aus Italien, ist problemlos. Es fängt an bei etwas östlicheren Gegenden. Zum Beispiel Zuwanderung aus Anatolien ist nicht ganz problemlos. Zuwanderung aus Afghanistan bringt erhebliche Probleme mit sich. Zuwanderung aus Kasachstan bringt Probleme mit sich. Es sind andere Zivilisationen. Nicht wegen ihrer anderen Gene, nicht wegen ihrer anderen Abstammung, aber wegen der Art und Weise, wie sie als Säugling, wie sie als Kleinkind, wie sie als Schulkind, wie sie als Kind in der Familie erzogen worden sind. Und der war SPDler. Das ist alles nicht neu. Die CDU war die konservative Mitte der Gesellschaft. Weitaus mittiger, als man die AfD heute einordnet. Und schauen wir jetzt mal auf die andere Seite, die ja laut Robs Logik von der Mitte an den linken Rand und nach außen verdrängt worden ist. Also gerade bei Themen wie Einwanderung, Abstammungsrecht, Voraussetzungen für den deutschen Pass oder Dauer, bis man diesen bekommt. Politisch etablierten und geförderten Vereinen rund um Migration oder Diversity. Die ganzen Regenbogenthemen, also Selbstbestimmungsgesetz, irgendwelche Vorlesungen an Schulen und Kindergärten und so weiter. Das sind alles Themen, das ist jetzt meine Meinung, die von links in die Gesellschaft getragen worden sind. Laut Robs Logik war die Gesellschaft früher aber progressiver und diese Themen waren damals anscheinend noch mehr in der Mitte als heute. Auf einer Skala von 0 bis 0, wie wahrscheinlich ist das? Wie kann es denn einen massiven Rechtsruck gegeben haben, wenn die gesamte Gesellschaft weitaus progressiver ist als noch vor einigen Jahrzehnten? Also auch insbesondere bei den Themen, die sich ja als woke oder als woke Themen klassifizieren lassen. Und ernsthaft, nennt mir gerne Beispiele, ich freue mich. Aber kommt mir nicht mit irgendwelchen Einzelaussagen, die eben nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen oder den Aussagen von Helmut Schmidt oder der damaligen CDU vergleichbar sind, weil dann ist das alles, aber kein Rechtsruck. Trump hat in den USA und vermutlich sogar auch bei uns das Overton-Fenster weit nach rechts verschoben und zwar mit einem ganz simplen Trick. And the theory goes that if you want to move the window, if you want to change what people think of as acceptable, you shouldn't start here, you should start here. At the extreme, because forcing people to consider an unthinkable idea, even if they reject it, makes all less radical ideas seem more acceptable by comparison. It shifts the window in that direction. Ich würde argumentieren, dass in Deutschland durch die AfD etwas Ähnliches passiert ist. Unser Overton-Fenster hat sich auch verschoben, und zwar auch nach rechts. Dann wäre doch auch das eine hervorragende Möglichkeit für Beispiel Rob. Ich habe dazu auf meinem Zweitkanal mal ein paar Beispiele zusammengetragen gehabt. Die möchte ich hier aus Gründen natürlich nicht alle einblenden. Aber wenn vom ÖRR bezahlte Menschen von Nagetieren reden, die man in ihre Löcher zurückprügeln solle, oder es um Blinddärme geht, die man herausschneiden kann, durchaus nicht unbekannte Twitch-Streamer unter Applaus davon reden, Menschen in Löcher zu treiben, oder wiederum andere ohne Konsequenzen davon reden, der politische Gegner solle in Angst und Schrecken leben, oder Personen, die für den Staat arbeiten, die eigene Bevölkerung negativ als Kartoffel bezeichnen oder man ihnen ihre Kultur abspricht, dann frage ich ganz offen, wo sind diese vergleichbaren Gegenstücke dazu? Obwohl es ja eigentlich noch weitaus schlimmere Gegenstücke geben müsste, würde ich deinen Aussagen folgen, Rob.
Durch das Internet hat sich das Fenster sicherlich an beiden Seiten geöffnet, weil einfach jeder heute eine Stimme bekommt und so auch extremere Meinungen. Aber in meiner Wahrnehmung hat es sich halt nach rechts mehr geöffnet im öffentlichen Diskurs. In Deutschland zeigt die Mitte-Studie, die Zustimmung von Rechtsextremismus nimmt zu. Dennoch beruft sich Rob auf die neue Mitte-Studie, zu der habe ich ebenfalls was gemacht. Um es mal anzuteasern, das Problem an der Mitte-Studie ist unter anderem, dass man bereits eine rechte Position zugewiesen bekommt, wenn man bei einigen Fragen anhand der aktuellen Quellenlage antworten würde. Hab natürlich Quellen dazu in dem Video angebracht. Und zum Beispiel jeder vierte SPD- und linken Wähler war laut der Studie tendenziell rassistisch. Bei der FDP hatten wir rund 20% Antisemiten. Also wenn das jetzt der Quellenhammer in Richtung Rechtsruck war, dann können wir auch das gerne mal, wenn du möchtest, gemeinsam miteinander durchgehen. Kann es also sein, dass sich der Diskurs nach rechts verschoben hat und progressive Ideen deswegen leichter und öfter als radikaler geframed werden, als sie eigentlich sind? Wie eben beschrieben, gibt es natürlich radikale Woke-Positionen, aber in meiner Wahrnehmung ist das eine kleine Minderheit, die dann aufgebauscht wahrgenommen wird. Niemand Wokes redet so viel über Gendern wie Markus Söder. Und niemand denkt wirklich, Alice Weidel wird das Schnitzel weggenommen, außer Alice Weidel. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass sie das auch nicht wirklich glaubt. Beantworte dir doch mal die Frage, warum die ganzen progressiven Positionen, die laut dir wegen des angeblichen Rechtsrucks nun am linken Rand sind und als radikal gelten, quasi alle in der Mitte der Gesellschaft sind. Nehmen wir die offensichtlichsten Themen rund um Gendern, Diversity und den Regenbogen. Wie können das als radikal gelabelte Dinge sein, wenn sie alle von höchster Stelle umgesetzt werden? Das würde ja bedeuten, dass unsere Regierung und deren Behörden radikale Positionen umsetzen. Also ich distanziere mich davon, aber das wäre die Implikation aus deiner Behauptung. Merkst du den Fehler an deiner Logik, Rob? Schön. Danach erzählt uns Rob, wie woke er sich selber sieht. Wer das sehen will, kann das auf seinem Video nachschauen. Ich jedenfalls habe die Dinge, die ich als relevant erachte, so fair wie möglich dargestellt. Ich hoffe, das war so rechtens. Damit sich jeder seine eigene Meinung bilden kann und sich nicht linken lässt. Das ist der beste Weg, wie rechte Stimmung gewinnen. In dem Sinne, ciao.